Es ist wieder soweit. Henry Schulze öffnet die Tore zu seinem Freizeitpark. Der coolste Moment ist für mich, wenn der Schalter runtergeht, das Licht geht an, die Brunnen gehen an und alles erweckt sich zum Leben. Spot an für Grusel und Action. Das erleben die Besucher im Spaß ohne Ende Park in Ingelheim. Zweimal die Woche ist er geöffnet und er hat so einiges zu bieten. Eine Achterbahn, eine Schießbude, eine Goldmine, zwei Wasserrutschen und ein Geisterhaus. Alles selbst gebaut von Henry. Mich begeistert das daran, dass man immer sozusagen sieht, was man geschafft hat am Ende des Tages, den Fortschritt, den man geleistet hat, wenn man dann wieder irgendwie eine Attraktion mehr gebaut hat oder irgendwas aufgerüstet hat und so. Und da merkt man irgendwie immer, es ist wie so ein Level, man will immer und immer und weiterkommen, will gar nicht aufhören. Und halt zuzusehen, wie die anderen Spaß haben, das ist halt immer ein gutes Gefühl. Henrys Stammkunden sind die Nachbarskinder. Manchmal kommen aber auch interessierte Unbekannte vorbei. Und zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas. Also ich komme gern hierher, weil es hier immer neue Attraktionen zu fahren und zu spielen gibt. Und weil man immer hier was Schönes, Tolles erlebt. Wenn der Park gerade nicht geöffnet hat, heißt es weiterbauen. Aktuell arbeitet Henry an einer Schutzvorrichtung für die Schaltzentrale. Der 15-Jährige hat immer etwas zu tun. Neue Projekte planen, damit die Besucher immer was haben, warum sie noch ein zweites Mal kommen müssen. Und dann immer schauen, dass die Technik läuft. Und falls sie nicht läuft, dann selbst abends um 22 Uhr noch mal raus mit Taschenlampe und gucken, wo das Problem liegt. Voller Einsatz rund um die Uhr. Selbstverständlich für den Ingelheimer, der schon im Alter von 10 Jahren den Grundstein für seinen Freizeitpark gelegt hat. Und der erfordert gute Planung und Organisation. Die Finanzierung des Parks stemmt Henry selbst. Unterstützung bei der Materialbeschaffung bekommt er von seiner Mutter. Alles, was er an Taschengeld spart, und zu jedem Geburtstag, zu jedem Weihnachten wünscht er sich einen Baumarktgutschein. Und wie oft fährt man so in den Baumarkt? Ja, ich sag mal alle einmal im Monat je nachdem. Aber 20 Euro sollte er dann schon zusammengespart Meistens haben. Meistens habe ich dann schon mehr. Ja, damit die Fahrt auch lohnt. Eintritt verlangt Henry nicht. Jedoch freut er sich über Spenden. Natürlich für neues Baumaterial. Fakt ist, der Spaß ohne Ende Park soll weiter wachsen. Aber er ist erst der Anfang für Henry Schulze. Mein Traum ist, später einen eigenen Freizeitpark zu haben in der Umgebung, wo ich dann bestenfalls auch halt von leben kann. Dann wird dieser Park, der wird dann natürlich nicht abgerissen, sondern der wird dann so als Zeitgeschichte noch stehen bleiben. Da werden dann wahrscheinlich Rundführungen stattfinden. Er hat Großes vor, als Geschäftsführer seines eigenen Freizeitparks. Henry Schulze aus Ingelheim.